In dieser Woche beginnen in ganz Rheinland-Pfalz die Schulferien. Ferienzeit, das heißt für viele auch die Reise mit dem eigenen Auto. Doch worauf ist zu achten bei einer langen Fahrt in den Süden? Was ist zu tun, damit die Fahrt in den wohlverdienten Urlaub keine bösen Überraschungen bereithält? Ich habe eine angehende Handwerksmeisterin beim Sommercheck befragt. Los geht's! Und schon macht sie sich auf den Weg in die Ausbildungswerkstätten der Handwerkskammer Koblenz. Hier büffeln zurzeit 42 junge Handwerker und Handwerkerinnen für ihre Meisterprüfung im Kfz-Handwerk. Neben der fachpraktischen Ausbildung gehören auch jede Menge Übungen zum Kontakt mit den Kunden dazu. Eine gute Gelegenheit also für unsere angehende Jungmeisterin Yvonne Palmer, das Erlernte anzuwenden. Die Begrüßung klappt schon mal. Meisterschülerin Yvonne Palmer erfragt im Annahmegespräch die Wünsche unserer Moderatorin. Ein Sommercheck soll es sein, damit der Fahrt in den Urlaub nichts mehr im Wege steht. Einfach darauf achten, dass nirgends zu wenig Öl oder Wasser drin ist, weil das für den Motor überhaupt nicht gut ist. Nicht zu wenig Luft drauf ist, weil dann lässt sich auch schwerer lenken. Und ja, bei der Beleuchtungsanlage, dass natürlich alles funktionsfähig ist, weil sonst ist im Dunkeln das Sichtfeld eingeschränkt. Oder die Leute, die hinter ihnen fahren, die können sie dann von hinten nicht sehen und könnte dann auch zum Unfall kommen, wenn hinten die Beleuchtung nicht funktioniert. Zunächst steht da ein Blick unter die Motorhaube an. Yvonne Palmer überprüft zunächst alle lebenswichtigen Funktionen im Motorraum. Das fängt beim Ölstand an. Das Öl ist dafür zuständig, den Motor bei der Fahrt zu kühlen. Ist zu wenig Öl im Behälter, dann kann der Motor überhitzen. Eine kostspielige Reparatur oder sogar ein totaler Motorschaden sind dann die Folge. Hier ist aber alles in Ordnung. Das Öl muss nicht nachgefüllt werden. Als nächstes wird das Kühlwasser überprüft. Auch hier ist alles in Ordnung. Das Wasser kühlt den Motor zusätzlich von außen. Auch der Tank der Scheibenwischanlage ist noch gut gefüllt. Servolenkungsöl ist auch noch ausreichend vorhanden. Nach dem Check im Motorraum geht es an die Kontrolle des Reifendrucks. Ein Aufkleber in der Fahrertür gibt Aufschluss über den notwendigen Druck in Bar. Bei anderen Fahrzeugen findet man diese Angabe im Tankdeckel. Hier ist es etwas zu wenig, macht aber nichts. Die Differenz wird aufgefüllt. Zu wenig Luft in den Reifen sorgt dafür, dass sich das Fahrzeug schlecht lenken lässt. Außerdem steigt der Spritverbrauch. Ein Check lohnt also auf jeden Fall. Danach überprüft Yvonne Palmer noch die Lichtanlage. Sie testet, ob Blinker, Bremslicht, Abblendlicht und Fernlicht noch funktionieren. Je nach Urlaubsland kann das Nicht-Funktionieren nicht nur unsicher, sondern auch kostspielig werden. Hier ist aber auch in dieser Hinsicht alles in Ordnung. Der Wagen kann im Abnahmegespräch wieder übergeben werden. Yvonne Palmer fasst noch einmal zusammen, worauf es ankommt. Das Fahrzeug ist in Ordnung, die Kundin kann ohne Probleme in Urlaub fahren. Dann stehen gelungenen Ferien oder einem längeren Ausflug ja keine Hindernisse mehr im Weg. Anlassen, rausfahren, fertig. So, für mich kann es jetzt losgehen. Übrigens, für junge Daheimgebliebene habe ich noch einen heißen Sommertipp. Für alle Schülerinnen und Schüler, die in den Sommerferien noch nichts vorhaben, gibt es auch in diesem Jahr Junior-Techniker-Workshops bei der Handwerkskammer Koblenz. In den Workshops lernen die Teilnehmer Berufe praktisch kennen und probieren aus, wo ihre Stärken liegen. Vom 21. bis 23. Juli und 18. bis 20. August ist für jeden Geschmack etwas dabei, zum Mitmachen und Staunen. Von Hightech im Elektrohandwerk bis Hobeln bei den Tischlern. Informationen zu den Junior-Techniker-Workshops gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz. Das Team von HWK-TV wünscht allen Zuschauern schöne Ferien und gute Erholung. Wir sind auch in der Sommerzeit für Sie auf Sendung und sehen uns nächste Woche wieder.